Hi Freunde, ich möchte heute mal mein kleines Reparaturset vorstellen. Als Größenvergleich dient auch mir heute wieder meine 50 Cent Münze. Ich glaube, da kennt jeder die Größe und kann sich etwa was vorstellen. So, mein Opa ist Jäger und da haben wir damals immer die Patronen geschenkt bekommen. Wenn die natürlich leer waren, um darauf zu pfeifen, das kann man ganz gut und auch einfach so als, da kann man auch Federn reinstecken und so weiter, so als Zierde. Und irgendwann sind mir zwei Patronen in die Hände gefallen oder aufgefallen, die ich in meiner Sammlung hatte, so von den leeren Dingern, die perfekt ineinander passen. Da dachte ich mir, hat man ja so ein super Fach, was extrem fest ist, auch auf Stöße, Schläge, was auch immer. Und ich habe mir überlegt, wie kriege ich das noch einigermaßen dicht so allgemein. Und dann kam ich auf die Idee, dass man darin gut Geld transportieren konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Wurde mir dann aber nach einiger Zeit wirklich zu frickelig, immer die Scheine da rauszurollen. Und dann kam ich auf die Idee, da mein Reparaturset reinzupacken, weil Nadeln oder so stechen ja auch nicht durch. Und ja, das zeige ich euch einfach mal kurz. Also, ich öffne jetzt die obere Patrone aus der unteren. So sieht das alles aus. Hier oben auf diese Patrone ist noch leicht Tesafilm geklebt, damit es ein bisschen mehr, also so eine Art Dichtung, damit das alles ein bisschen enger sitzt. Jetzt ziehe ich diese beiden Streichhölzer sozusagen oder Patronenhülsen auseinander. Und hier seht ihr drei Sachen. Zum einen zwei Streichhölzer, die sind so überall Zündhölzer, so von Cowboy-Matches nennen die sich auch. Die habe ich da reingesteckt und die Spitze, also den Zündkopf nach oben und den mit Watte gepolstert, damit der bei häufigem Öffnen und Schließen halt nicht kaputt geht und nicht abbröselt, weil dann bringt einem das alles nichts. Hier ist eine Nadel eingesteckt, eine ganz normale Nähnadel mit rotem Faden, weil ich mir denke, rot ist immer praktisch, weil man auch gerade Reparaturstellen, wenn man so zu Hause nachnähen will, kann man roten Faden immer ganz gut sehen, um den wieder sauber rauszutrennen und das nochmal richtig schön zu machen. Ja, aber überhaupt einfach eine Signalfarbe. Auch wenn die Nadel immer runterfallen sollte, so mit dem Faden. Oh, sorry. Also, wie gesagt, die beiden Patronen passen gut ineinander. Alles, was ihr reinpackt, müsst ihr natürlich gucken, dass, wenn das sozusagen so drin geschoben ist, dass da vorne nichts aneckt. Also hier ist jetzt zum Beispiel noch vorne ein bisschen Platz, wenn man das so reinschiebt, noch ungefähr 3 mm, weil wenn ihr die Sachen reinschiebt im Bruch, dann können euch da Sachen halt auch schon verbiegen oder zerbrechen. So, meine allgemeine Idee war noch ein bisschen größer. Ich hätte mir noch überlegt, ob ich die ganze Patrone von außen mit Klebeband umwickle. Panzertape, was man dann Stück für Stück mal wieder abwickeln kann. Habe ich letztendlich doch nicht gemacht, weil ich dachte, das schmiert schon immer so ein bisschen in der Hosentasche und also regelmäßig brauche ich eigentlich auch nicht Klebeband so im Outdoor-Waldbereich und dementsprechend habe ich es erstmal gelassen. Hier in dieser Rinne, ich weiß nicht, wofür die genau da ist beim Schießen, wahrscheinlich damit die Patrone sicher sitzt da im Gewehrlauf, wie auch immer. Da könnte man noch eine richtig feste Draht- oder Schnurumwicklung machen und da eine Öse sozusagen draus binden, um die Sache auch um den Hals tragen zu können, wenn man es möchte. Muss man halt, wie gesagt, wirklich richtig fest anziehen, weil es nur ein sehr kleines Profil ist, also ein kleines U-Profil sozusagen. Ja. Hier nochmal kurz das Pfeifen. Also einfach wie eine Panflöte an die Lippe ansetzen. Ganz einfach. Und somit habt ihr dann nochmal eine kleine Pfeife. Ob das jetzt als Signalpfeife geeignet ist, muss, glaube ich, auch wieder jeder selber wissen. So, das ist ein kleines Reparaturset, was eigentlich zum soweit eigentlich ausreicht, wenn man hat irgendwie im Notfall ein Feuer. Darauf braucht man natürlich noch eine trockene Reibefläche, aber ja, da kann man meistens irgendwas nehmen. Ich habe zum Beispiel auch immer noch Sandpapier in meiner Ausrüstung, um Messer zu schleifen. So ist ja geeignet. Oder halt ein Stück Klebeband, wo, was ich ja sonst hier hätte drum wickeln können. Wenn ihr das ein bisschen in den Sandkasten taucht, dann habt ihr ja auch, sag ich mal, Sandpapier. Also jetzt ein sehr einfaches, aber wäre ja auch möglich. Also, ich würde mich interessieren, ob ihr noch andere Patronen findet, die so, wo das so reinpasst. Und ich würde einfach mal bei Jägern fragen, ob die euch die schenken. Also, ich bin einmal durch eine Flughafenkontrolle gegangen mit so einer leeren Patrone. Da war ich, oder beziehungsweise mein Bruder, da war er, glaube ich, 5 Jahre alt, als er die halt auch gerade geschenkt bekommen hat. Das gab dann halt schon, sag ich mal, so ein bisschen Probleme. Also, ja. Aber wenn man sagen kann, dass man ein Reparaturset darin drin hat, dann glaube ich, wird auch niemand was sagen, weil es einfach plausibel wirkt. Und gerade weil man auch einfach, wenn man jetzt nicht so aussieht, als ob man die Sachen unbedingt nutzt, um gleich jemanden umzukillen, dann ja. Okay.
Ich denke, das ist eine ganz spannende Sache und vor allem habt ihr hier wirklich ein kleines Reparaturset, was so klein ist, dass man es auch immer mitnehmen kann. Also ich glaube, ich habe mein Großreparaturset noch nicht vorgestellt. Da ist wirklich alles drin, was man zum Überleben Erste-Hilfe-Set-mäßig brauchen kann. Das wiegt auch ungefähr 1 Kilo. Das befindet sich in einer riesengroßen Aludose, die auch als Kochtopf dienen kann. Aber, sorry, aber ich denke, mit sowas kommt ihr eigentlich schon mal recht weit, weil schnell einen Knopf annähen und zur Not ein Feuer machen. Da gibt es schon wesentlich schlimmere Sets, ja. Hier könnte ich natürlich andere Sachen reinpacken. Ich weiß nicht, ob es noch wesentlich größere Patronen gibt, dass da zum Beispiel dann auch irgendwie ein kleines Klappmesser oder so reinpasst. Vielleicht vom Panzer oder so, aber wie gesagt, wenn ihr euch irgendwelche Sachen beschafft, dann macht es legal und ich möchte hier nämlich nicht verantwortlich gemacht werden für irgendwelche Käufe von Munition. Okay, also, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.